Zunächst erfolgt der Einbau der einzelnen Anlagenkomponenten, hier eine Flotation und eine Gebläsestation. Die NV-Module werden für die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in den jeweiligen Ländern ausgerüstet und mit umfangreicher Sicherheitstechnik ausgestattet. Im nächsten Schritt werden die Rohrleitungen für die Anlagen zur Behandlung von Prozesswasser oder Abwasser verlegt und die elektrischen Komponenten installiert.